es ihm hiermit. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Die Ausgleichstaxe für behinderte Menschen, die nicht in Betrieben eingestellt werden, ist seit vielen Jahren Thema, auch hier im Hohen Haus. Was mir ganz besonders wehtut, ist, dass vor allem die öffentliche Hand ihrer Verpflichtung nicht nachkommt und pro 25 Beschäftigten einen begünstigten Behinderten einstellt. Man verlangt hier sehr viel von der Privatwirtschaft, aber die öffentliche Hand kommt dieser Verpflichtung nicht nach, wobei es ja eigentlich sinnwidrig ist, wenn die öffentliche Hand dann diese Ausgleichstaxe bezahlt, denn hier dreht sich ja das Geld in Wirklichkeit im Kreis und daher wäre es gut, wenn man hier wirklich eine Verpflichtung für die öffentliche Hand sicherstellt, dass einfach ab 25 oder pro 25 Beschäftigten ein begünstigter Behinderter anzustellen ist. Was ich noch ansprechen möchte bei diesem Thema ist, dass sich viele Unternehmer scheuen, einen begünstigten Behinderten einzustellen, weil es im Bereich der Kündigung große Probleme gibt. Und ich habe auch schon mit Behinderten gesprochen, die sagen, ich sage gar nicht, dass ich einen Invaliditätsgrad habe, sonst nimmt mich der Unternehmer nicht und ich habe Probleme, den Arbeitsplatz zu bekommen. Und es gibt ja viele Behinderungen, die man nicht so ganz offensichtlich sieht und die sagen das dann oft auch gar nicht, weil sie Angst haben, den Arbeitsplatz nicht zu bekommen. Ich möchte heute einen Vorschlag vorbringen, der eine progressive Ausgleichstaxe anbelangt. Die Frau Kollegin Heidelmeier hat schon oftmals vorgeschlagen, die Ausgleichstaxe anzuheben, um hier den Anreiz für Unternehmer zu erhöhen. Ich möchte eine progressive Ausgleichstaxe vorschlagen, damit nicht kleine Betriebe über Gebühr belastet werden. Denn es ist für einen kleinen Betrieb mit einer ganz bestimmten Personalstruktur vielleicht schwieriger, einen Behinderten einzustellen, als für einen Betrieb, der 200, 300, 400 Mitarbeiter hat. Der kann seine Verpflichtung aufgrund der logistischen Möglichkeiten der Personalplanung wesentlich leichter nachkommen. Der Vorschlag sieht nun so aus, dass der Sozialminister per Verordnung einen Grundbetrag festlegen soll, der für den ersten begünstigten Behinderten gilt, der im Unternehmen nicht angestellt wird, und bei jedem weiteren begünstigten Behinderten, der nicht eingestellt wird, steigert sich die Ausgleichstaxe um jeweils 50%. Und dann gibt es eine Deckelung, weil es kann nicht ins Unendliche gehen natürlich, dann gibt es eine Deckelung, eine Einschleiferregelung. Das heißt konkret, man bezahlt, wenn man einen begünstigten Behinderten nicht einstellt, eine Ausgleichstaxe von 209 Euro. Beim zweiten würde das dann schon 313,50 Euro ausmachen, bis hinauf zu einem maximalen Betrag. Also wenn man ein Unternehmen hat, das 273 Mitarbeiter hat und sagt, ich stehe überhaupt keinen begünstigten Behinderten ein, dann würde der bisher 2090 Euro zahlen insgesamt. Jetzt würde ihn das wesentlich mehr kosten, nämlich 6700 Euro. Ja? Ich weiß, das ist ein Einschnitt, aber ich glaube, diesen Anreiz können wir geben und es können größere Unternehmungen ihren Verpflichtungen leichter nachkommen als kleine Betriebe. Für Betriebe mit 60, 74 Mitarbeitern ändert sich gar nichts, da bleibt alles beim Alten. Aber für die größeren Betriebe wird es teurer, wenn man dieser Verpflichtung nicht nachkommt. Ich bitte Sie, diesen Antrag im Ausschuss zu diskutieren. Ich weiß, dass er nicht eins zu eins umgesetzt werden wird. Aber diese Idee der progressiven Ausgleichstaxe, die bitte ich Sie, dass diese weiterverfolgt wird. Als nächster ist der Herr Abgeordnete Josef Muchitsch am Wort. Zwei Minuten.